müssen, wie auch immer. Beschädige ich das Aquädukt? Nein, das Aquädukt ist heil, aber egal. Können wir das hier schon renovieren? Das heißt von mir aus Diebe rein, mir ist relativ egal, wer da sitzt. Hauptsache es ist renoviert. Roms Einkommen auf 15.200 alle 20 Minuten erhöht. Fantastisch. Und Ristoro ist in irgendeiner Kirche. Okay, ja, das kriegen wir ja mal hin. Den Typen aus der Kirche zu poolen. Ist hier irgendwo was versteckt? Es schreit irgendwie optisch danach. Okay, der ist garantiert im Innenhof. Der ist garantiert im Innenhof, ey. Ach, guck mal hier, ein Aufzug. Okay, wir dürfen gar nicht entdeckt werden. Das wusste ich nicht. Habe ich überlesen. Naja, macht ja auch nichts. Oh Mann, wir dürfen die ganze Strecke jetzt nochmal rennen. Oh Mann. Okay, das ist nervig. Aber die Renovierung von dem Gebäude hat er gespeichert. Es ist einfach herrlich. Herrlich, oh, Entschuldigung. Bruder Ristoro. Okay, sind das diese Multiplayer-Charaktere, dieser Agenten-Mission. Die machen wir auf jeden Fall auch immer so zwischendurch mal eine, finde ich. Die gehen ja nie besonders lange. Und doch macht es irgendwie Spaß. So, die Wache ist da oben. Dann finde ich, schreit das nach einem Vorsprungsattentat. Gutes Vorsprungsattentat. So, der ist weg. Der tut uns nichts mehr. So, Bruder Ristoro, wo bist du? Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich weiß nicht, wer uns da gesehen hat, aber... Weg da. So. Okay, ist noch einer auf dem Dach? Nee, ich sehe keinen. Okay. Da unten. Shit. Der war gerade in Reichweite. Na, komm mal wieder raus, mein Kleiner. So, jetzt haben wir ihn. Nein, wir haben ihn nicht. Shit. Hat er das gut gewertet? Oh, wie hat Ezio den Softattentat verkackt? Requiescat in pace. Okay, das ist definitiv ein Multiplayer-Charakter. Ich glaube, der Mönch oder wie der heißt. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Ich habe mich nie wirklich mit Multiplayer befasst. Warum passiert das eigentlich immer so? Ja, ich wollte ihn durch Luftattentat eliminieren, aber das Spiel hat das Luftattentat verkackt. Kann ich ja irgendwie auch nicht so wirklich was holen. Ach, das ist Romulus-Versteck. Okay, da waren wir schon. Jetzt sind wir weit ab von dem Ort, wo wir eigentlich hin wollten, aber ist ja auch egal. Da kommen wir ja ganz schnell hin. Einmal kurz heilen. Romulus-Versteck. Wo ist es? Wo wollen wir hin? Ganz im Norden, ey. Oh. Okay, was ist denn hier noch? Da können wir nochmal alles Mögliche renovieren. Machen wir mal einen Schwenk darüber, würde ich sagen. Da ist auch noch ein gedamagtes Aquädukt. Können wir hier reparieren und dann reisen wir per Schnellreise hoch zum Romulus-Versteck. Perfekt. So, das gedamagte Aquädukt. Wo ist es und wo müssen wir hin? Uah, nicht abstürzen, Ezio. Sollten wir vielleicht einmal kurz bei der Bank vorbeigucken, dass wir auch genügend Geld für die Renovierung haben. Weil wir sind kurz vor Abschluss der Renovierung Roms, zumindest der normalen Gebäude. Da brauchen wir richtig Kohle. Und von den normalen Sachen wollen wir mal gar nicht erst anfangen. So, wir investieren wieder.
Lohnt sich immer. Ich habe keine Ahnung, ob es sich lohnt, aber ich mach's einfach mal, weil irgendwie gibt's am Ende einen Schrumpfkopf und den brauchen wir. Um die Dingsbums fertig zu kriegen, um die Säusenhofer-Rüstung fertig zu kriegen, die wir jetzt. Das ist sozusagen, seht ihr mal, vier Rüstungen. Plus eine seltene. Drei haben wir schon, die Säusenhofer ist die vierte. Und da gibt es natürlich noch die Rüstung von Romulus, wofür wir gerade die Schatzkarten sammeln. Ist ja klar. Oh, das Aquädukt war auch kaputt, das habe ich übersehen. Das führt aber auch, das führt aber auch Wasser. Fehlt, ist das andere auch durch die Aquädukte freizuschalten? Ha. Wo ist denn hier der zuständige Architekt? Da ist er. Guter Platz für so etwas. Ja, renovier es bitte. Borgia-Türme können das nicht mehr verhindern, weil Borgia-Türme gibt es nicht mehr. Haben wir nicht. Ottimo lavoro, no? Grazie, messere. 7 von 8 Aquädukten repariert, das letzte steht da hinten. Bin mal gespannt, ob das noch irgendwas freischaltet, weil ich meine, da war irgendwie was. Wenn ich die Architektur so anlege, dass ich den Plan verlege. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht, da ist er. Das ergibt Sinn. Ja, sehr gut. Und auch das machst du mir bitte nochmal heide. Dann können wir auch diesen Aussichtspunkt mitnehmen, ihr erinnert euch vielleicht. Sehr gerne. So, das waren die Aquädukte. Ich weiß natürlich, hat das jetzt auch ein Romulus-Versteck freigeschaltet? Ja oder nein? Gesetz, das so etwas verbietet? Ist das ein Arzt, den wir noch renovieren müssen da unten? Ja, Moment, das machen wir mal kurz. Ja, oh. Das ist ja ein richtiger Turner. Niemand unter dem Fenster oder der Rinne steht, bevor Unrat hinausgeworfen wird. Der Kämmerer wird die Reinigung seiner Kleider mit öffentlichen Mitteln finanzieren. Ich meine, dass es irgendwo ein Romulus-Versteck gab, das so betreten werden konnte. Ich meine, es war hier irgendwo. Ich mag mich irren, aber irgendwie klingelt das, wenn ich an so ein Gebäude hier denke. Irgendwie klingelt es da, ich weiß auch nicht. Ich kann mir da gerade echt nicht helfen. Gibt nächsten Freitag ein Seminar über den Bau von modernen Brücken und Deichen. Auf jeden Fall gibt es hier Schätze. Irgendwie konnte man so ein Romulus-Versteck zugänglich machen. Ich bin mir absolut sicher. Okay, der kleine Ausflug hierhin hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber das Versteck müsste hier eigentlich auf der Karte sein. Ich glaube, es gibt irgendwo anders noch so ein Versteck. Also so eine Anlage hier, was auch immer das darstellen soll, oder früher mal dargestellt hat, zu Zeiten darüber. Keine Ahnung, was es sein soll. Das dürfte jetzt auch der letzte Schmied gewesen sein, glaube ich. Wir fertigen 17 von 17, ja. Ich finde es geil, wie Rom jetzt tatsächlich schon so weit renoviert ist. Das ist geil. Es macht so einen Spaß, sowas aufzubauen. Ich liebe Spiele, wo man irgendwie so Stück für Stück mal was aufbauen kann. So, aber bevor wir nochmal davon vom Thema abkommen, der Aussichtspunkt. Es ist ein Schandfleck, dass es hier noch einen Aussichtspunkt gibt, der noch nicht synchronisiert ist. Wie kommen wir da hoch? Da hinten ist eine Leiter. Die müssen wir nehmen. Zack, zack, zack. Synchronisieren. Die Aquädukte haben wir fertig und Händler und sowas haben wir, glaube ich, fast fertig. Ich muss mal gucken, ob hier unten noch was zu renovieren ist. Ich glaube... Oh, fuck. Okay, das haben wir überlebt. Das hätte auch böse schief gehen können, war aber irgendwie auch gleichzeitig sehr witzig. Wow, Vorsicht, Ezio, ich hab Stürzen. Eigentlich solltest du so springen, genau, seitig. Ich hätte echt schwören können, dass es hier ein Romulus-Versteck gibt. Hm.
kam ja auch, als wir das Aquädukt repariert haben, Versteck XY ist jetzt zugänglich. Aber irgendwie, ach, keine Ahnung. Ein hübsches Feuer in ihrer Kaserne liegen. Ist ja auch egal. Wir renovieren das Gebäude. Gewinne aus der Investition Roms sind auch noch eingetroffen. Ich bin echt abgewöhnt, versehentlich das Pferdchen zu rufen. Das nervt. So, können wir hier noch irgendwas reparieren oder nein? Oh Gott, guckt euch mal die Karte an. Hilfe. Hier unten können wir noch was machen, aber dazu später mehr. Wir nutzen erstmal den Schnellreisepunkt und reisen zum Romulus-Versteck. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass das da oben das Letzte ist, was wir machen können. Und dann wird das Nächste, das Allerletzte sozusagen freigeschaltet. Ich meine, irgendwie so war das. Entweder in diesem Spiel oder in Assassin's Creed 2. In einem von beiden war es, glaube ich, so. Und wenn nicht, müssen wir einfach noch, glaube ich, eine Sequenz weiterspielen. Ich meine zwar eigentlich, dass man die Rüstung von Romulus noch relativ mittelweit im Spiel sozusagen kriegt. Oh Gott, so, wo war das jetzt? Das war der ganz rechts außen. Haben wir den überhaupt renoviert? Ja, haben wir. Das Mikrofon mal vernünftig einstellen. Ich sehe nämlich gerade bei Outer City irgendwie ist der Ausschlag ziemlich leise. Das soll so aber nicht sein. Wo ist das Romulus-Versteck? Da ist das Romulus-Versteck. Mal gucken, wenn das jetzt tatsächlich so eine... Ja, ich weiß nicht, ist am besten so ein Term-Dingens ist, dann weiß ich, weswegen ich die ganze Zeit, woran ich die ganze Zeit dachte, als ich gesagt habe, hier muss irgendwie ein Versteck sein. Nee, ist es nicht. Guck mal, das ist so eins. Okay, guck mal, zurück ist es doch. Genau, das ist es. Es sah nur anders aus. Guck mal, und hier haben wir nämlich das Wasser der Aquädukte hin umgeleitet. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Nee, sieht man nicht. Okay. Aber durch die Renovierung der Aquädukte haben wir hier sozusagen Wasser reingeleitet. Und jetzt können wir das Romulus-Versteck betreten. Piper Nigrum. Schwarzer Pfeffer. Heißt so. Kann ich auch nicht ändern. Wisst ihr, was hat das Biologiestudium denn doch gebracht? So, mal gucken, wo wir hier gelandet sind. Irgendwo weit, weit unter der Erde in der Kloake. Seid vor, auf den Schrein Romulus finden, nicht mehr als 10 Quadrate der Gesundheitsanzeige verlieren. Hui! Das klingt sportlich. Ich rüste schon mal lieber gleich das Schwert aus. Wir haben viele neue Rekruten gewonnen. Ich sage kaum den Namen Romulus und sie gehorchen. Bene, die Prophezeiung bewegt sie wie geplant. Gemeinsam schaffen wir religiöse Harmonie. Assassino! Ruft eure Anhänger! Ich denke, wir müssen einen davon verfolgen. So ist es. Natürlich sammelt sich dieses Gesöcks in der Kanalisation. Das war ja klar. Oh, keine Lust auf euch gerade. Nee, bitte nicht. Lass mich einfach in Ruhe, ihr Deppen, ey. Kein Bock auf euch gerade. Ich hoffe, wir dürfen so an den vorbeirennen. Der Assassine muss sterben. Romulus befiehlt es. Na, dann kommt her, meine Freunde. Stellt euch und kämpft. Okay, Assassinen-Rekruten funktionieren hier unten nicht. Wäre ja auch zu witzig gewesen. Klack. Der nächste. Und du auch nochmal. Und du auch nochmal. Na komm her, meine Freunde. Vergießt sein Blut. Muss nicht sein. Ich verzichte, danke. Ich schätze mal, wir müssen weg. Aber wohin? Wohin müssen wir? Ich habe keine Ahnung, wohin müssen. Ich weiß nicht mal, wo wir hin müssen, blödes Spiel. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade hin müssen.
Der Entfernung zum Ziel verringern, ihr seid witzig. Ich weiß ja nicht mal, wo wir längs müssen. Okay, hier drüber. Ja, das war einfach nur ein bisschen dämlich meinerseits. Entschuldigung. Gefunden. La. Funktioniert das? Ich bin gerade ein bisschen darauf erpicht, endlich mal wieder ein optionales Missionsziel zu schaffen. Ja, ich schwimme doch schon hinterher. Die werfen, glaube ich, mit irgendwas auf uns. Würde ich sagen, wenn ich es nicht besser wüsste. Alle hopp. Da geht's nicht weiter. Wir rennen einfach mal ganz stumpf weiter. Die können wir gar nicht alle massakrieren. Das sind viel zu viele. Scheint diesmal kein Kletter-Romulus versteckt, sondern ein Kampf-Romulus versteckt. So wartet doch! Hilf dir selbst! Was ist das denn für ein Arsch? Guten Tag! Ich bin der Ezio, wer bist denn du? Na, hau doch ab. Ist für alle Beteiligten besser so. Okay, da kommen wir irgendwie nicht hoch. Na komm her, meine Freunde. Ihr wollt es doch auch. Einmal Konter und Nummer 2 und dich auch nochmal und Ruhe. Jo, wo müssen wir hoch? Das sieht doch schon mal recht vielversprechend aus hier. Wie ranzig diese Typen leben, ey. Ist unfassbar. Wirklich viel können tun die ja nicht, ne? Und wir haben nicht mal wirklich heftige Waffen. Das overpowerte Schwert haben wir noch nicht. Das müssen wir uns echt mal zudenken. Irgendwie kann man auch ein alteriertes Schwert in dem Spiel. Ich weiß allerdings nicht mehr wie. Ich glaube, man kann es immer kaufen. Nee, es war in Assassin's Creed 2, wo man es kaufen konnte, genau. Hier musste man es irgendwie freischalten. Jetzt müssen wir wieder mal ein bisschen klettern. Da hinten ist ein Borgia-Banner, aber die sind nur relevant, wenn man auf 100% Synchronisation aus ist. Die Zeit an Besonderen, wenn man am Ende alle 101 hat, den Umhang der Borgia als Ausrüstung, der sieht nett aus. Bringt einem abgesehen davon aber auch nicht viel. Der SCO war gerade irgendwie zu doof zum Klettern. Ich weiß es, weil ich habe es mal gemacht. Auf volle Synchronisation gespielt. Also nicht 100%, das schafft man gar nicht, weil es gibt ein paar optionale Missionsziele, die sind einfach so schwer, das ist nicht machbar. Wie mit dem Panzer unbeschadet bleiben und sowas. Aber ja, man kommt doch recht nah ran, wenn man sich Mühe gibt, sag ich einfach mal. Weil der Anteil der Story-Synchronisation gar nicht so riesig ist. Also wenn so ein paar Dinger in der Story fehlen, ist das überhaupt nicht schlimm. Die Herren. Kommen das zurück, wir holen uns das Borgia-Banner doch. Ich meine, wir müssen es nicht machen, es schadet uns ja aber auch nicht. Ich glaube, wir müssen darüber. Dann hier rum. Checkpoint erreicht, das ist immer vielversprechend, wenn wir einen Checkpoint haben. Immer diese Flüchto-Anhänger. Furchtbar. Wieso müssen die mal alle wegrennen? Ich will doch nur reden. Ich will doch nur spielen. Nein. Hilfe. Das war schon fast elegant. Aber auch nur fast. Wie knurren die immer so, ey? Das. So. Jetzt gibt's noch ein kleines Gemetzel. Hier kommt ja, meine Lieben. Und einer, zwei, drei, vier und fünf und. Na komm her. Sechs. Den nehmen wir auch nochmal mit. Einfach weil wir es können. Und Ezio kann es scheinbar irgendwie nicht. Wo sind wir hier? Dein Ende naht, Assassine. Nö, finde ich nicht. Also, ich bin eigentlich der andere Ansicht. Romulus, tötet ihn!
Ihr könnt es gerne mal versuchen, aber ich glaube, ihr werdet nicht allzu viel Erfolg haben. Hört auf, Wurfmeister zu werfen und kämpft vernünftig. Ich kämpfe auch vernünftig. Na komm her. Ich finde die Rüstung von ihnen eigentlich mega cool. Wenn man könnte, würde ich auch so rumlaufen, ey. Aua. Kizak. Jetzt weiß ich auch, warum man nicht mehr als so und so viel Quadrate der Gesundheitsleiste verlieren soll. Aber ein bisschen kontern kann, ist das hier eigentlich nicht allzu schwierig. Noch mehr? Ja, nein, vielleicht. Habt ihr diese Lügen von euren Borgia-Herren gelernt? Ich spreche die Wahrheit. Du bist es, der Lügen verbreitet. Nein. Gebt mir das Chiffrierblatt. Ich geb dir nur eins, den Tod. Ja, dann komm her. Du wirst nicht entkommen. So, Schnauze. So, wirklich heftig war der Typ ja auch nicht. Müssen wir nur noch irgendwie nach da oben kommen. Sieht irgendwie den Weg? Garantiert da hinten. Guck mal, das schreit doch schon danach. Hep. Und jetzt hier links hangeln. Sehr schön. Da haben wir 5 von 6 Romulus Rollen. Ich weiß aber nicht, wo wir Nummer 6 herkriegen. Also. Plakate ist kein weiteres Romulus Versteck verzeichnet. Entweder es taucht durch eine spätere Sequenz auf. Oder nachdem wir das hier fertig haben, ich weiß es nicht. Wenn es jetzt auftaucht, dann knüpfen wir uns das eigentlich gleich als nächstes auf jeden Fall vor. Das ist ja wohl mal sicher. Wir wollen ja immer Romulus Rüstung haben, ne? Quecksilber, schön gesund. Lecker. Wie sagst du mit Blutegeln? Das wird ja mal schöner. Silbererz, schon besser. Und wir schnappen uns das nächste Chiffrierblatt. Fehlt noch eins. Fünf von sechs Romulus-Schriftrollen. Ich denke aber, das nächste kommt wahrscheinlich echt in der nächsten Sequenz. Ist ja auch nicht schlimm. Auf jeden Fall haben wir hier mal wieder volle Synchronisation erreicht. Ist ja zur Abwechslung auch mal wieder ganz nett. Und ganz ehrlich, das war jetzt nicht allzu schwierig, da nicht so viel Gesundheit zu verlieren. So, und irgendwie kommen wir gefühlt nach jedem Romulus-Versteck immer aus dem Gully gekrochen. Ist da ein Templer-Kreuz auf dem Deckel? Ja, ne?